Hallo und willkommen zurück bei das schwarze Auge Satin aus Ketten. Ja, wir müssen hier irgendwelche Splitter einsammeln, damit wir ja, uns unseren Ängsten stellen können. Einige haben wir ja schon. Wir haben hier Rabenfeder, wir haben einen Vorhang, eine Zauberflöte mit Stimme und das komische Armreif-Dingsi. Wir brauchen noch Feuer. Das Feuer gibt's hier in dem Sumpfdings. Aber ich weiß noch nicht, wie ich es hier holen kann oder machen kann, dass es wieder brennt oder so. Keine Ahnung. Das habe ich alles schon durchprobiert. Das hat nichts gebracht. Ich habe ja immer, bin immer noch der Meinung, dass man hier irgendwie die Sanduhr. Mein Arm ist zu kurz. Okay. Anwerfen muss. Keine Ahnung. Feuerreif. Ja, okay. Da. Moment. Da. Können wir das kaputt machen noch? Unvergängliches Feuer. Können wir es ganz machen? Die Zeit schläft. Okay. Und dann jetzt als letzter Ausweg können wir es einpacken. Natürlich können wir es einpacken. Es ist gar nicht heiß. Ja. Spielelogik. Okay. Könnt es einfach mitnehmen. Wir haben da alles drauf angewendet. So. Ja, jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, welche Reihenfolge war. Ja. War irgendwie Vorhang, Woran erkenne ich die Splitter? Die Stimme. Das, woran du dich erinnerst. Feder und dann Feuerring, ne? Ja, eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Ja, okay. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Okay. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Okay. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Okay. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Ja, wie gesagt. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. In sinniger Reihenfolge. Ohne Eile. In sinniger Reihenfolge. Wir machen mal Reihenfolge von links nach rechts, würde ich sagen. So, einmal hier. Bling. Bling. Rabenfeder. Bling. Und tum, 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 Feuer, Feuer, Feuer. Sieht eher aus wie ein, keine Ahnung, eine Zwiebel oder Knoblauch. Aha. So, und du da auch noch? Ja? Und du? Ja, soweit haben wir schon alles mal gesehen. Du! Ja, ich weiß. Du bist es. Ja, ich weiß es. Du bringst das Ende. Corvus! Corvus? Hm, okay. Wer klaut den Reif? Dann steckt sich doch jetzt wieder irgendeiner ein. Na toll, haben wir jetzt wieder nicht gesehen, wer es war. Toll. Wie fühlst du dich, Jüngling? Was hast du erfahren? Es geht mir gut. Diese Prophezeiung. Das ganze Gerede, dass ich Unheil bringe. Daran war dieser verdammte Rabe schuld. Ich sehe, du hast etwas Wichtiges erkannt, Jüngling. Ja, aber jetzt muss ich Nuri retten. Ich weiß nun, wie ich herausfinden kann, ob die Prophezeiung stimmt oder nicht. In der Tat.
Du kennst die Quelle deines Unglücks und bist frei, dich ihr zu stellen. Das Tor wird deine Absichten nicht mehr hinterfragen. Hab Dank. Leb wohl, Feenfreund. Ja, tschö. Gott im Himmel. Ja. Also ich bin immer noch genauso schlau wie vorher. Hauptsache Giron weiß Bescheid. Amorindal, Amil, Amis. Du darfst gehen, Nachtar. Den Göttern sei Dank. Ja, in der Tat. So, kommen wir jetzt hier in irgendeine halbwegs vernünftige Welt. Als Geron in seine Heimat zurückkehrte, war dort ein ganzer Mond verstrichen. Er war zu spät gekommen. Ein Fieberwahn hatte das Land befallen. Die Boten des Seers überbrachten finstere Träume. Träume vom Untergang. Der Seher hatte sich sein eigenes Prophetenreich erschaffen. Ein verzweifeltes Reich. Okay, Gott sei Dank hatten wir mit dem alles. Ein Reich der Angst. Nichts damit zu tun. Wo? Jo, ist. Nuris Versteck. Ich bin wieder zurück. Okay. Aber wieso schneit es? Es kann doch nicht einmal Anfang Boron sein. Nuri. Mhm. Ja, es ist nicht da. Feentor. Können wir da wieder rein? Nee. In diese Welt kehre ich hoffentlich nie wieder zurück. Da sagst du was, da habe ich auch keine Lust drauf. Dornenhecke? Warum hat Nuri mir das hier bloß in den Weg gepflanzt? Du, keine Ahnung. Kämpfe ich mich jetzt wirklich mit bloßen Händen durch diese Dornenhecke? Was haben wir denn? Haben wir ein Messer? Ja, doch, hier. Nuri wird es verzeihen. So, was haben wir da? Eine Pflanze? Liegt hier noch irgendwas? Können wir hier das Windspiel mitnehmen? Nee. Ach, die Alraunen sind hier alle verwelkt oder sind die tiefgefroren? Nuri wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat, nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Naja. Arme Nuri, ohne sie hat keiner ihrer Freunde den Winter überlebt. Dann nimm mal mit die Leichname. Verrottet und erfroren, die kann man nicht einmal mehr Schweinen vorwerfen. Okay, dann halt nicht. Eine Alraune hat überdauert. Ja. Wie nennen wir sie? Nuri wird froh sein, dass noch etwas überlebt hat, nachdem Hinkel, Finkel und der Rest ohne ihre Fürsorge verdorrt sind. Toll. Okay. Aber trotzdem hier noch mit dem Feentor irgendwas machen? Da ist noch irgendwie... Ich habe es geschafft. Ich bin entkommen. Ja, schön. Schön für dich. Ich habe ja auch gar nicht geholfen. Haben wir noch irgendwas hier? Ah, da. Da ist ein Eiszapfen. Okay. Packen wir mal mit ein. Knupscht. Und dann... Magischer Eiszapfen, da hauen wir den magischen Eiszapfen mal hier in die Alraune rein. Das bringt nichts. Hast es ja gar nicht mal probiert. Gut. Haben wir noch was? Feentor, Alraunen. Nee. Raus. Nix wie weg hier. So, ja. Unser Igelfreund ist hier sehr wahrscheinlich auch. Der hält Winterschlaf. Im besten Fall. Was? Wo? Da war doch was. Moment. Flechte. Fest verwachsen. Mhm. Ja, da haben wir doch hier ein Messer dagegen. So. Wunderbar.
Ist da irgendwas? Eine Zeichnung drauf? Nee. Ich sehe schon wieder Sachen, die gar nicht da sind. Okay, dann bleibt uns nur der Weg hier runter. Ach hier, servus. Wo ist mein Zornbeutel? Wo ist mein Pferd? Was? Wer? Erinnert ihr euch nicht mehr an mich? Der Hof im Taschgebirge. Im letzten Herbst. Ach ja, der Bauernjunge mit dem schönen Mädchen. Genau der. Ach, so schnell vergeht die Zeit. Sag, was ist aus dem Mädchen geworden? Ich habe keine Ahnung. Nuri entführt, von Nuri verlassen. Na, komm, sagen wir hier entführt. Der Seher hat sie entführt. Der Seher? Dann ist sie verloren. Ich werde sie retten. Wach auf, Junge. Sie ist bestimmt längst hinüber. Nein, er braucht sie lebend. Niemand weiß, wo der Seher seine Macht konzentriert. Und jeder, der ihn wirklich aufspürt, ist des Todes. Glaub mir, ich weiß, wovon ich spreche. Aha. Woher? Wieso? Woher weißt du sowas? Wieso kann ich das obere nicht anwählen? Doch, jetzt hier geht's, aber... Und wo ist mein Pferd? Warum sitzt ihr hier allein vor der Stadt? Ich bin an meiner Queste gescheitert. Ich habe den König und mein Land enttäuscht. Ich war auf der Suche nach dem Seher. Er ist zurück und schickt seine finsteren Krähen über das Land. Der Wahnsinn erfasst uns alle. Ja, es ist ja schon klar, aber... Wieso sitzt du trotzdem dann hier so rum? Habt ihr den Seher aufgespürt? Nein. Aber ich war ihm nahe wie kaum jemand zuvor. Je weiter ich ritt, desto öfter wurde ich von unheimlichen Kreaturen beobachtet. Zum Beispiel? Ihre seelenlosen Blicke brannten in meinem Rücken und sogen mir das Leben aus den Knochen. Geschwächt verließ ich schließlich meinen Pfad, um sie in der Dunkelheit zu konfrontieren. Doch sie kämpften mit widernatürlicher Kraft. Ich entkam ihnen nur mit Not. Sie wollten mich möglichst weit vom Versteck ihres Meisters fernhalten. Ich bin mir sicher. Also hier, die komischen untoten Feen, die Zombie-Feen oder welche Kreaturen, von welchen Kreaturen redest du da? Oder meinst du die Kifferfeen aus dem Feenreich oder halt wirklich diese untoten Feen? Willst du mir nicht sagen, ne? Kreaturen doch da. Erzählt mir von den Kreaturen, die euch zurückgeschlagen haben. Seelenlose Geschöpfe, kalt. Unnachgiebig und endgültig wie Boron selbst. Ich will nicht mehr daran denken. Sie waren nicht von dieser Welt. Na okay, also die untoten Kifferfeen. Alles klar. Gut, Andergast. Was ist mit Andergast geschehen? Das Unheil brach über uns herein. Krähenschwärme verwüsten das Land, bis nur noch tote Erde zurückbleibt. Sind es noch mehr geworden als im Herbst? Ganze Krähenstürme! Jede Nacht werden es mehr. Es heißt, sie bringen diese schlimmen Albträume. Selbst in ihren Häusern sind die Leute nicht mehr sicher. Okay, wie zerstören das Land? Gut, werden wohl die Saat aufpicken, aber... Sonst kann ich mir es jetzt nicht vorstellen. Oder scheißen die halt sämtliche Felder zu? Könnte da etwas ausführlicher werden. Was unternimmt der König gegen die Bedrohung? Als er erfuhr, wer hinter der Krähenplage steckt, sandte er die tapfersten Ritter und vielerlei Soldvolk aus, um den Seher ausfindig zu machen und zur Strecke zu bringen. Doch keiner kehrte siegreich von seiner Queste zurück, wenn er überhaupt zurückkehrte. Und nun bin auch ich gescheitert. Wo ist der König? Er hat sich in der Burg verschanzt. Es scheint... dass der Seher sein unheilvolles Werk nach 13 Jahren nun doch noch vollendet. Naja, aber wenn du da schon so weit warst, dann geh mal zu dem König da. Vielleicht kannst du dem eher helfen, als hier rumzuhocken. Mehr muss ich dazu nicht hören. Okay, Feenforscher? Wisst ihr, ob ein Feenforscher Andergast erreicht hat? Ein auffälliger Kerl namens Giacomo Nauta. Nie gehört. Frag lieber mal in der Magierakademie. Die kennen sich mit sowas besser aus. Ich glaube, da habe ich doch Hausverbot oder sowas. Ihr sitzt hier, weil ihr an der Aufgabe gescheitert seid? Ich wage nicht, unverrichteter Dinge zurückzukehren. Ob ich nun Bericht erstatte oder nicht. Unser aller Ende ist doch nicht mehr aufzuhalten.
Zu verharren und aufzugeben hilft genauso wenig. Genau. Lass mich. Ich habe versagt. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viel schwerer ist, diese Last zu tragen, als mein Leben für das Land zu geben. Naja, okay, du kannst dich gerne in mein Messer stürzen. Na, dann bleib da halt sitzen und frier halt fest. Wieso kann ich mir deine Lanze und dein Schild hier nicht mitnehmen? Brauchst es doch eh nicht mehr. Seht, ein Zweig hat überlebt. Ein Zeichen der Hoffnung. Träum weiter, Junge. Oder noch besser, träum gar nichts mehr. Ja, okay, deswegen nehmen wir hier den Eichenzweig halt mit. Er hat wohl den Wintereinbruch verschlafen. Ja, deswegen nehmen wir es mal gerade so mit. Haben wir noch was? Da geht's wieder zurück. Da geht's nach Andergast. Auf geht's. Mal gucken, wer uns noch so kennt. Olgiert, Nabend. Oh Gott, die Schweine sind alle erfroren. Tonkrug? Was ist denn hier für eine tolle Mistgabel? Olgiert, was machst du da mit der Heugabel? Geht weg. Lasst mich in Frieden, Albträume. Beruhige dich, ich bin es, Geron. Geron? Ausgerechnet du, kurz vor dem Ende? Natürlich. Natürlich ich. Was ist denn hier passiert? Außer dem offensichtlichen Heugabel geben lassen. Ja, nachher. Was hast du nur? Was ist mit Ulfried passiert? Er ist tot. Ich habe ihn mit der Forke niedergestochen. Okay. Warum hast du Ulfried umgebracht? Ja. Du gibst mir die Schuld, nicht wahr? Ich bin schuld. Ich höre sie rufen. Mörder! Mörder! Da ist nichts, Olgiert. Hör doch. Warum hast du das getan? Ich hatte diese Träume, dass ich seinetwegen verrecken muss. Seinetwegen. Da glotzte er mich immer an. Mit seinen gierigen Schweinsaugen. Grunzte, er hätte Hunger. Immer wieder. Ich hab Hunger. Ich wusste. Er frisst mich mit Haut und Haaren. Er frisst mich, wenn ich ihm die Forke nicht durch den Kopf treibe. Ah ja, okay, ja. Natürlich. Klar. Auf alle Fälle. Was meinst du mit Ende? Ich bring mich um. Ich kann nicht mehr. Rede keinen Unsinn. Die Träume, Geron. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich seine Fratze. Im Schlaf sucht er mich heim. Ich bin ein Mörder, Geron. Und Mörder müssen sterben. Ja, okay, dann geh mal zu dem komischen Ritter da draußen. Da könnt ihr euch irgendwie gegenseitig da irgendwie was vorheulen. So, Selbstmord ausreden. Wollen wir das wirklich? Na komm. Lass den Unsinn, gib mir die Heugabel. Es wird sicher alles gut, glaub mir. Ausgerechnet dir soll etwas an mir liegen? Vielleicht hast du uns das alles eingebrockt. Warum sollte ich auf dich hören? Vertrauen gewinnen, Schuld absprechen. Also, du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Okay. Der Seher ist schuld. An allem hier ist doch der Seher schuld. Er hat die Krähen geschickt. Er ist schuld an deinen Albträumen. Ja, aber ich bin schuld an Ulfrieds Tod. Nein, der Seher ist es. Ohne ihn wäre Ulfried noch am Leben. Ich weiß nicht. Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Was? Krähenfang? Ich bin ein Vogelfänger. Ich werde diese Krähen unschädlich machen und dann... Diese Krähen kommen aus den Niederhöllen. Mit einem lumpigen Netz kannst du hier nichts ausrichten. Ich weiß, aber Gwynling hat ein Mittel gefunden, wie man die Vögel zurückverwandelt. Vertrau mir. Ich weiß nicht. Ach Gott, gib her das Seil. Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Lass den Unsinn. Es wird sicher alles gut. Ja, ausgerechnet ja. Dir. Vielleicht hast du und ja, warum? Ja, ist ja gut. Nochmal Schuld. Du trägst keine Schuld an Ulfrieds Tod. Gut, das haben wir ja hier schon probiert, aber kann sein, dass wir da irgendwo dann danach irgendwo was verkackt haben. Du hattest eben Angst. Wer Angst hat, will überleben und handelt ohne nachzudenken. Wie ein Tier, ja? Wie jedes lebende Wesen. In dieser Lage wäre jeder verzweifelt. Du darfst dir keine Vorwürfe machen. Ich weiß nicht.
Vertrau mir, alles renkt sich wieder ein. Ach ja? Okay, keine Feindschaft. Ich bin nicht dein Rivale, schon lange nicht mehr. Inzwischen weiß ich nämlich, wer an all dem schuld ist. Ich habe nichts gegen dich. Andergaster halten zusammen, richtig? Ich weiß nicht. Alter, gib das Teil her! Na los, gib mir die Heugabel. Nein, die Mistforke ist mein letzter Freund. Sie wird mein Gewissen zum Schweigen bringen. Okay. Dann... Mach keine Dummheiten. Ja. Nur noch ein paar Atemzüge. Ist mir wurscht. Stürzt sich hier in den Brunnen. Meinetwegen. Ich habe mein Bestes hier versucht. So, können wir... Mit diesem Krug hat einmal alles angefangen. Scheint Jahre her zu sein. Nee, den haben wir doch nur kaputt gemacht. Der kann nicht derselbe Krug sein. Ich brauche deinen Krug, Olgiert. Nimm ihn dir. Nimm alles, was du finden kannst. Ja, hier, Mistgabel, da. Hab ich gefunden. Brauche ich. Oh, ich gehe jetzt erstmal hier. In unsere Hütte. Da bin ich also wieder. Ja. Sieht noch schlimmer aus wie vorher. Was ist das hier? Kleiderkiste. Ein Unglücksbringer zu sein, hat auch sein Gutes. Niemand hat meine Sachen angerührt. Ja, toll. Was haben wir denn da drin? Nadel und Faden. Packen wir ein. Grünes Wams. Packen wir auch ein. Warum auch immer. Gerons Ihr Eltern. Bild verwischt mehr und mehr. Ja, das ist schon hier ziemlich runtergekommen, würde ich sagen. Wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Ich wollte schon gerade sagen, können wir das hier noch festtackern? Da können wir nichts machen. Dann gehen wir mal da hoch. Okay, Gott sei Dank hat irgendeiner hier die Leiche mitgenommen. Öllampe. Damit lässt sich das Gebräu erhitzen. Ja, okay. Moment, was? Drei Fuß? Okay. Der Ständer für den Glaskolben. Den wir nicht haben. Glasscherben, doch da. Dann Darin hat Gwinling seine sonderbaren Tränke gebraut. Ja, okay, dann gucken wir mal, ob wir das da zusammen machen, mitnehmen und sehr wahrscheinlich hier draufstellen. So. Glaskolben. Ja, da ist noch irgendein Buch. Ein Bild von der Harfe-Schublade. Was steht hier geschrieben? Die Schrift ist winzig. Ja, da geh mal gucken. Immer noch keine Lupe dabei. Ich muss diese Harfe finden. Ich bin sicher, der Seher hält Nuri dort gefangen. Mhm. Ja, können wir immer noch irgendwas mitmachen, aber ich weiß noch nicht so genau. Was? Können wir mit dem magischen Eiszapfen hier... Au, halt. Wir brauchen Wasser von der... Ja, von Nuris Tümpel da. Deswegen waren wir doch da überhaupt da gewesen. Schublade. Leer. Super. Ja. Gwinlings kleine Pflanzenkunde. Ja. Hilft uns das jetzt hier irgendwie weiter? Können wir damit feststellen, dass das hier tatsächlich Eichen sind? Das ist ein Eichenzweig. Jeder Andergaster erkennt das. Hurra, hurra. So, Alraune. Ja, es ist zweifellos eine Alraune. Okay. Gut. Dann bleiben wir mal hier oben stehen. Können wir noch hier rausgucken? Moment. Ja. Da flattern die Krähen rum. Aber sonst auch nichts. Na gut. Dann mache ich jetzt hier an der Stelle Schluss. Wir parken Geron hier im Durchzug. Kann er jetzt hier eine Woche überwintern. Bis zum nächsten Mal.